Naja, ganz allgemein lässt sich abzeichnen, dass das Spektrum der präventiven Aufgaben der Polizei immer weiter wächst. Also das, was sozusagen zur Gefahrenabwehr gilt, wo die Länder auch stärkere Möglichkeiten der Gestaltung haben, das nutzen diese Länder halt auch aus und erweitern den Einsatzradius der Polizei im Vorfeld der strafprozessueller Maßnahmen enorm. Ja, und ich glaube, der springende Punkt ist ja, dass jetzt der Gefahrenbegriff erweitert wird und auch diffundiert. Das heißt, ich brauche keine konkrete Gefahr mehr, die leidlich in der Rechtsprechung auch noch definiert ist, sondern eine drohende Gefahr, und drohen tut ganz viel. Und das erweitert die Möglichkeit der Polizei zum Eingreifen natürlich enorm. Und es kommt nicht von ungefähr, dass diese Idee eigentlich aus den CDU, CSU-regierten Bundesländern kommt, wobei ich glaube, dass die anderen auch früher oder später sich daran orientieren werden. Und wie wir das aus früheren Zeiten auch kennen, es wird ein quasi als konsensual empfundenes Thema genommen. In diesem Fall ist es jetzt IS-Terrorismus. Und unter diesem Gesichtspunkt wird der Polizei eben ganz viel zugestanden an Vorverlagerung auch des Tätigwerdens, damit man IS-Terroristen als Schläfer oder wo auch immer erkennt. Nur wie in anderen Fällen auch, es trifft selten die IS-Terroristen. Und es trifft in der Regel sehr viel banalere Fälle, dass eben jetzt an Orten, in denen früher noch keine Gefahr herrschte, plötzlich eine Gefahr angenommen wird, dass gegenüber Menschen Gefahren formuliert werden oder dass von Menschen Gefahren angenommen werden, von denen das früher noch nicht angenommen wurde und so weiter und so fort. Das heißt, die Rhetorik, die genutzt wird, ist eine, die in der Bevölkerung weitgehend geteilt wird, nämlich wir haben große Angst und Sorge vor Terrorismus. Die Polizei ist willens und in der Lage, dem zu begegnen. Faktisch ist sie das nicht. Auch das sind Lehren aus der jüngsten Vergangenheit. Faktisch ist es nämlich so, dass die Polizei technologisch und technisch auch rechtlich immer mehr aufrüstet, die Gefahr von Angriffen aber immer mehr sich veralltäglicht. Das heißt, auch hier sehen wir etwas, was im militärischen Kontext asymmetrische Kriegsführung genannt wurde, ist hier sozusagen asymmetrische Kriminalitätsentwicklung. Die Polizei rüstet immer mehr auf mit Spezialeinheiten, mit neuen Gesetzen. Die Gefahr lauert aber von Alltagsgegenständen, von Küchenmessern, von Automobilen, von Lastwagen etc. Das heißt, die Polizei sucht weiterhin die Nadel im Heuhaufen, stattet sich aber dafür mit immer mehr Rechten aus, die bestimmt nicht die treffen, die sie sucht oder die sie vorgibt zu suchen. Insofern ist das eine Symbolpolitik, die der Polizei jetzt mehr Machtinstrumente in die Hand gibt, ohne dass sie jemals den Nachweis erbringen muss, ob sich das tatsächlich auch rechtfertigt, beziehungsweise ob das erreicht ist, was vorgegeben wurde, dass man erreichen wolle. Ja, man könnte ja auch sagen, es ist eher eine Aufgabe, die ein Verfassungsschutz übernehmen müsste oder Geheimdienste, gerade Schläfer erkennen, ist klassische Gegenspionage, würde man ja normal formulieren. Ja, hier verschieben sich auch die Grenzen und in der Tat ist das etwas diffus, wo ich sozusagen Informationen sammle und Informationen verarbeite und so zurechtrücke und so zusammenfüge, dass sich auch eine kluge Intervention daran anschließt. Ich glaube nicht, dass das strittig ist, dass die Themen sozusagen jetzt in die Polizei hineinkommen müssen. Denn wenn wir den Fall Amri zum Beispiel nehmen, dann hat der Verfassungsschutz dort seine Arbeit getan. Auch die anderen Polizeien haben ihre Arbeit getan. Es ist dann an einer Polizeidienststelle gescheitert. Das heißt, es ist nicht so sehr eine Frage der mangelnden Machtfülle der Polizei gewesen, sondern eher eine der Kommunikation, die nicht gut gelaufen ist. Innerhalb einer Behörde und auch zwischen den Behörden. Aber deswegen müsste man sozusagen den Polizeibereich nicht vorverlagern in den nachrichtendienstlichen Bereich. Und das genau passiert aber, ne? Wenn wir Informationen sammeln aus allen möglichen Bereichen, dann ist das zunächst mal Aufgabe tatsächlich der Nachrichtendienste. Das ist ja aber auch ein ganz klassisches Feld, was wir in letzter Zeit häufiger beobachten. Wenn es zwar Gesetze gibt, die nur nicht angewendet wurden oder die nicht ausreichend angewendet wurden, wird danach, wenn ein Fall öffentlich wird,
immer nach härteren Gesetzen gefordert, statt nach besserer Durchsetzung. Was Ja. in Bayern von vieler Seite gesagt wird, was fehlt, auch von Polizisten, ist einfach Personal und nicht Ja. weitere Befugnisse. Genau. Das ist quasi ein reflexartiges Verhalten und das ist typisch deutsch, dass wir auf jeden Anschlag, auf jeden Kriminalfall, auf jedes Ereignis mit schärferen Gesetzen antworten oder sie fordern, mit Kameraüberwachung, mit Bodycams, mit Tasern, was gerade so im Portfolio en vogue ist. All das wird dann gefordert, als ob sich damit die Sicherheitslage positiv beeinflussen ließe. Genau das ist nicht der Fall. Es ist übrigens auch nicht der martialische Auftritt der Polizei, die Sicherheit erhöht. Also wenn wir jetzt hören, GSG 9 wird aufgerüstet, die SEKs der Länder werden aufgerüstet, die BFE Plus entsteht und so weiter, das sind alles martialische Aufrüstungsgeschichten, die eines zur Folge haben, dass sich nämlich die Polizei zunehmend militarisiert. Aber mit militärischem Outfit bekomme ich keine Terroristen gefangen. Die tragen eher Turnschuhe und Jeans und gehen den hochgerüsteten Polizisten durch die Lappen, wie das ich glaube, in Dresden war das oder in Leipzig ist das der Fall gewesen, dass der Terrorist einfach abgehauen ist, ne, während das SEK da gestanden hat und mit der schweren Ausrüstung gar nicht nachkam. Das heißt, Intelligenz, Präsenz vor Ort, Kontakt zum Publikum, das sind die Aufgaben, die eigentlich auf die Polizei warten. Und in der Tat ist das auch ein personelles Problem, aber nicht nur. Wir haben ja auch viele Aufgabenbereiche, wo wir heute Polizei einsetzen, wo wir eigentlich gar keine Vollzugsbeamten bräuchten. Nur ist das ein alter Zopf des Polizeidienstes, dass ganz viel Polizei eingesetzt wird, auch in Gebieten, die auch andere machen könnten, wo es aber sich eingespielt hat, dass da Polizisten arbeiten, zum Beispiel im gesamten Bereich der Verwaltung. Wir haben ganz viele Verwaltungsstellen mit Polizeibeamten gesetzt. Die gehen natürlich dort auch nicht weg, weil es sich auch so eingegroovt hat, dass die Polizisten dort auch eine gute Arbeit machen und so weiter. Aber faktisch halte ich die personelle Ausstattung der Polizei für ein Fass ohne Boden. Also es gibt nach oben keine Grenze. Ich habe in meiner 30-jährigen Zeit als Polizeiforscher noch nie erlebt, dass ein Gewerkschaftsvorsitzender oder überhaupt aus Gewerkschaftskreisen irgendwann mal ein Signal gekommen ist in Richtung Politik, dass man jetzt genug Personal hat oder dass man gut ausgestattet ist. Es gibt keine Sequenz in der deutschen Polizeigeschichte, in der jüngeren, wo diese Ausstattung mal als zufriedenstellend bezeichnet wurde. Das heißt, nach oben ist immer Luft. Und es gibt auch kein Kriterium dafür, wann wir genug Polizei haben. Das gibt es einfach nicht, weil es immer wieder Einsatzszenarien gibt oder Sachverhalte, wo man sagt, da brauchen wir aber mehr. Ja? Und eine schlichte polizeiwissenschaftliche Erkenntnis, eine sehr schlichte Erkenntnis lautet, viel Polizei macht eben nicht viel Sicherheit, sondern es kann auch gegenteilige Effekte haben. Insofern ist die reine Anzahl von Polizei überhaupt kein Ausweis dafür, wie sicher wir leben. Jetzt könnte man in einer Demokratie einfach fordern, dass Polizei Teil des demokratischen Rechtsstaats ist und sozusagen ein bürgerlicher Umgang zwischen der Exekutive und dem Souverän stattfindet. Jetzt gibt es allerdings in der letzten Zeit doch einige Verschärfungen und gerade in Hamburg könnte man das beobachten, dass sich diese Verschärfungen in gewisser Weise willkürlich ergeben, wenn es darauf ankommt. Ich spreche da speziell diesen Paragraphen 113, 114 StGB an. Das ist eine sehr komplexe Thematik, dass tatsächlich in den 90er Jahren eine Art Reformkurs in der Polizei eingesetzt hat, der in Richtung Dienstleistungsorientierung und Bürgerorientierung ging. Da wurden die Slogans geboren, Polizei als Dienstleister der Bürger oder die Öffentlichkeit als Kunde. Da hat man das ernster genommen. Die Zeiten haben sich aber gründlich gewandelt. Es folgte ab den 2000er Jahren ein öffentlicher Diskurs, sehr bestärkt durch die Berufsvertretungen, dass Polizisten verwundbar sind und dass sie zunehmend angegriffen werden und zunehmend zu Opfern werden. Und dieses Trommelfeuer von Vulnerabilität der Polizei hat dazu geführt, dass auch der Gesetzgeber schließlich sich diese Argumentation zu eigen gemacht hat, dass immer mehr Polizisten, Polizistinnen Opfer von roher Gewalt werden. Das ist statistisch unwahr. Und dieser exorbitante Anstieg von Gewalt ist ein Fantasieprodukt. Das ist rein ein Angstgefühl, das sozusagen die Medien bedient, das die Menschen bedient. Das ist aber statistisch überhaupt nicht nachweisbar. Wir haben über Jahre, über Jahrzehnte einen etwa gleichbleibenden Stand an getöteten Polizeibeamten mit Jahren, in denen kein einziger Polizeibeamter getötet wurde. Also wenn man
das als Kriterium nimmt, sozusagen des Gewaltanstiegs, dann wird das überhaupt nicht bedient. Was tatsächlich sich verändert hat, ist die Kommunikation zwischen Polizei und Publikum. Die ist schwieriger geworden in Teilen, in bestimmten Milieus. Darauf ist die Polizei nicht gut eingestellt. Da muss sie jetzt erst nacharbeiten, was die Kommunikation anbetrifft. Die kann natürlich auch entgleisen. Dann wird Gewalt daraus, klar. Aber mit Recht darauf zu reagieren, war eine typisch herrschaftsbezogene Maßnahme. Und wir sind auf dem Weg mit dem neuen Paragraph 114 zu einem Obrigkeitsrecht. Da wird nämlich Obrigkeit anders geschützt als Sie und ich. Wenn jemand aus dem Kreis einer feiernden Gruppe von Menschen eine Flasche aufhebt und versucht, sie damit zu bewerfen, und dieser Versuch geht fehl, dann wird dieser Mensch maximal wegen versuchter Körperverletzung angezeigt. Wenn er dasselbe gegen einen Polizisten tut, hat er bereits den Paragraph 114 StGB Angriff auf Einsatzkräfte verwirklicht. Das heißt, der Tatbestand ist nicht mehr im Versuch geblieben, wie bei anderen Straftaten gegen jedermann, sondern hier ist die Gesinnung, der Versuch, schon die Vollendung. Und so wurden tatsächlich auch im Zuge des G20-Gipfels in Hamburg Personen verurteilt, zum Teil zu drastischen Strafen, die sozusagen Gewalt versucht haben, wo der Polizeibeamte überhaupt nicht getroffen wurde und wenn, dann nur marginal, wo aber die Strafandrohung sich radikal dadurch erhöht hat, dass jetzt gesagt wird, der Angriff, also die Absicht, nicht die Wirkung zählt hier. Und das verschärft das Strafrecht doch immens, zumal dieser Paragraph tatsächlich nur für eine privilegierte Berufsgruppe gilt, also nicht für Sie und nicht für mich, sondern nur für jemand, auf dem Polizei oder Rettungssanitäter oder was auch Feuerwehrmann oder sowas draufsteht. Und das halte ich für eine dramatische Entwicklung, weil es ein Zweiklassenrecht gebiert, nämlich das eine, das gegen die Obrigkeit gerichtet ist und das andere, oder das die Obrigkeit schützt und das andere, das jedermann schützt. Und das wollten, glaube ich, die Väter und Mütter des Grundgesetzes so nicht. Das ist erst im Lauf der Zeit durchsetzungsfähig geworden. Und ich bin gespannt, wie die obergerichtlichen Instanzen diesen Paragraphen beurteilen werden, ob das tatsächlich gängige Rechtsprechung wird oder ob das wieder einkassiert wird. Aber ich fürchte, dass diese Rechtsprechung auch dem folgen wird und dass wir tatsächlich hier zu einer Verschärfung auch des Strafrechts oder sagen wir mal so, zu einer Verschärfung des Klimas zwischen Souverän und Polizei mit Mitteln des Strafrechts kommen. Denn sich gegen eine Maßnahme zu wehren, eine Verhaftung oder eine Festnahme oder was auch immer, wie es im alten Paragraph 113 StGB formuliert wurde, gegen eine Maßnahme zu wehren, ist immerhin schon strafbar und dort wird die Wirkung sanktioniert. Also der Erfolg, wenn ich mich zum Beispiel an einem Tischbein festhalte oder um mich schlage oder was auch immer, dann werten das Polizeibeamte als Widerstand gegen eine Vollstreckungshandlung. Und nun wird in diesem neuen Paragraphen 114 überhaupt keine Vollstreckungshandlung mehr gefordert, sondern einfach die bloße Anwesenheit des Polizisten. Und das finde ich eine Vorverlagerung auch der Strafbarkeit. Vor allem, weil das ja auch noch impliziert, dass die Polizei selber beurteilen kann, also der jeweilige Polizist, der sich subjektiv angegriffen fühlt, ist im Recht. Ja, natürlich. Vom Vorgericht. Und es ist ein gutes Mittel, um gegen Klagen aus der Zivilbevölkerung vorzugehen, wenn die sagen, ein Polizist hat seine Amtshandlung nicht richtig gemacht oder hat Gewalt angewendet. Das ist richtig. Und wir hatten natürlich diese subjektive Interpretation einer Situation schon beim Widerstandsparagrafen, weil Polizisten, das wissen wir aus vielen, vielen Verfahren, sehr stark dazu neigen, wenn sich ihnen gegenüber eine Insubordination abspielt, also irgendwie eine Unbotmäßigkeit, dann betrachten die das gern schon als Widerstand, also auch wenn keine Gewalt angewendet wurde. Deshalb war ja meine große Kritik an diesen ganzen Statistiken, dass alle Widerstandshandlungen als Gewalt gerechnet wurden. Und in Wirklichkeit müsste man sich jede Widerstandshandlung einzeln anschauen, ob dort gegen Polizeibeamte Gewalt ausgeübt worden ist oder ob man sich einfach nur festgehalten hat, passiv Widerstand geleistet hat, die Polizisten das aber als Widerstand gedeutet haben und deshalb die Anzeige geschrieben haben. Und die polizeiliche Kriminalstatistik ist ja eine Statistik, die polizeiliches Handeln erfasst und nicht die Verurteilung. Das heißt, wenn Polizisten gesagt haben, wir haben diesen Fall als Widerstand aufgenommen, weil wir dachten, es sei ein Widerstand, dann ist er als Widerstand in die polizeiliche Kriminalstatistik eingegangen, egal ob der Täter, der Beschuldigte, dafür
verurteilt wurde. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, was an diesen Widerständen qualifiziert war und was nicht. Und das ist schon eine Verzerrung der Statistik. Und die wird natürlich jetzt noch dramatischer, weil man gar nicht mehr die Widerstandshandlung selbst beschreiben muss. Das heißt, man muss keine Amtshandlung mehr beschreiben, sondern kann einfach sagen, der hat irgendwas gegen mich getan. Und hier wird natürlich etwas passieren, was für uns Kriminologen selbstverständlich ist und auch banal. Die Handlungen, die Gewalthandlungen gegen die Polizei, die registriert werden, werden steigen, weil die Einsatzschwelle oder die Strafbarkeitsschwelle niedriger ist. Das heißt, es werden mehr Handlungen angezeigt werden, sanktioniert, weil man nämlich so viel prüfen muss, ob das jetzt zum Beispiel eine Widerstandshandlung ist oder nicht. Das heißt, die PKS, also das Hellfeld, wird ausweisen, dass noch mehr Polizeibeamte angegriffen werden. Es werden noch mehr Leute verurteilt. Ob damit der Rechtsfrieden gewahrt wird, ist eine ganz andere Frage. Dann eine abschließende Frage. Was sind denn jetzt die Chancen, dass man hier mal wieder zu einem, sagen wir mal, bürgerlichen Verhältnis zwischen Polizei und Zivilgesellschaft kommt? Gibt es da außer dem Verfassungsgericht noch eine Möglichkeit? Oder wie sehen Sie die Chancen, dass solch eine Großdemo, wie sie jetzt in München geplant hat, zu einem veränderten Klima führen könnte? Ja, also es gibt mehrere Hebel, die man bedienen könnte, wenn man wollte. Ich sehe allerdings nicht, dass man das nachhaltig will. Das eine ist, was in 8 Bundesländern mittlerweile immerhin schon eingeführt worden ist, eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte auch im geschlossenen Einsatz. Das bedeutet psychologisch, die Polizisten wissen, dass sie für ihr individuelles Tun verantwortlich sind und sie wissen, dass sie nicht in der anonymen Masse der Polizei verschwinden können. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Leider folgen dem nicht alle Bundesländer. In den Bundesländern, in denen die Kennzeichnungspflicht eingeführt wurde, ist eine ziemlich banale Erfahrung eingetreten, dass nämlich überhaupt nichts Negatives passiert. Doch auch nach Jahren der Einführung, in Berlin zum Beispiel, behaupten die Gewerkschaften immer noch, mit der Einführung der Kennzeichnungspflicht würde es zu einer unangemessenen Bedrohung von Polizisten kommen. Sie würden unangemessen angezeigt werden, sie würden gestalkt werden und verfolgt und so weiter. Und es wäre ein Misstrauensvotum gegenüber der Polizei. Das ist unter uns gesagt alles Unfug. Aber die Gewerkschaften haben die Macht, es weiter zu behaupten und damit auch ihre Polizeibehörden unter Druck zu setzen, in Hamburg zum Beispiel, um sich der Einführung der Kennzeichnungspflicht zu widersetzen. Ein zweiter Hebel wäre eine nicht nur auf juristische Kenntnis ausgerichtete Beschwerdestelle beziehungsweise ein Polizeibeauftragter, entweder eine Beschwerdestelle gegenüber der Polizei. Das ist vom Wort her bisschen schwierig, weil man denken könnte, man beschwere sich nur über die Polizei. In Wirklichkeit sollen diese Ombudsstellen ja auch Beschwerden aus der Polizei, zum Beispiel gegenüber Vorgesetzte, aufnehmen können. Das heißt, eine Stelle, die nicht nur wie ein Staatsanwalt juristisch ermittelt und juristisch die Schuld oder Unschuld feststellt und sagt, wegen Mangel an Beweis wird das nicht weiterverfolgt, das bedeutet dann für den Polizisten, er ist unschuldig. In Wirklichkeit ist aber nur die juristische Komponente geprüft worden. Der soziale Schaden, der durch so eine Geschichte angestellt wird, wird überhaupt nicht erfasst. Es wäre hohe Zeit, da ein Ventil zu schaffen, ein Ventil auch, das sozusagen der Bevölkerung zeigt, wir nehmen eure Sorgen ernst, auch jenseits eines gerichtlichen Verfahrens. Ihr müsst nicht als Ankläger auftreten, ihr müsst nicht Verfahrenskosten in Kauf nehmen, sondern ihr könnt euch auch über euer Unbehagen beschweren oder ihr könnt euch entlasten bei einer Stelle, die so viel Autorität hat, dass sie innerhalb der Polizei auch ermitteln kann. Also das wären zwei Hebel, die man anwenden könnte. Das wird im Ausland getan, in England zum Beispiel wird das getan und man hat gute Erfolge damit, weil damit sozusagen klar wird, dass die Polizei sich nicht scheut, gegenüber dem Souverän auch das Visier hochzuklappen. Und das wäre meine Generalaussage dafür, wenn es schon zu einem Machtanstieg der Polizei kommt, im Sinne einer technologischen Ausrüstung, im Sinne einer rechtlichen Aufrüstung, dann soll aber Polizei mit diesen Instrumenten auch mit offenem Visier umgehen und nicht noch Anonymität als Grundlage eines Polizeieinsatzes voraussetzen. Schauen Sie sich die Bilder an, in denen Polizeibeamte beim G20-Gipfel ausgerüstet waren. Fast alle hatten Sturmhauben auf und waren vom Gesicht her nicht mehr zu erkennen. Ja? Das heißt,
Hier zeigt sich der Staat in einer fast nicht mehr rekonstruierbaren Anonymität, Anonymisierung. Und das ist quasi das Gegenstück, der Gegenentwurf zur bürgerlichen Polizei. Der Bürgerpolizist, der durch die Straßen patrouilliert, der auch zu Zeiten, wo nicht Randale ist, der Bevölkerung zeigt, ich bin für dich da, ich bin ansprechbar, der verbreitet Sicherheit und das Gefühl, in einer offenen Gesellschaft zu leben. Der Polizist, der mit einer Sturmhaube und einem Helm im Mannschaftswagen sitzt und darauf wartet, Riots zu bekämpfen, der verbreitet genau dieses Vertrauen in den Rechtsstaat nicht. Er verbreitet Angst, bei einigen berechtigt, bei anderen unberechtigt. Aber eine martialisch-militärisch auftretende Polizei sorgt nicht für mehr Sicherheit, sondern für mehr Aufregung und für mehr Angst in der Bevölkerung. Und das ist der große Verlust, der von den Sicherheitspolitikern aus dem konservativen Lager nicht gesehen wird, dass sie mit der Aufrüstung der Polizei eigentlich genau das Gegenteil dessen erreichen, was sie erreichen wollen, nämlich der Bevölkerung zu signalisieren, wir haben alles im Griff. Eine aufgerüstete Polizei ist immer eine Polizei, die auch das, was sie trainiert und was sie anhat, einsetzen will. Das ist unter, sagen wir mal, Gesichtspunkten von offener Gesellschaft oder demokratisch legitimierter Polizei eigentlich ein bedenkliches Zeichen.